Nehmen hochsensible Personen 5G wahr? Das klärt Professor Achim Enders von der TU Braunschweig. Folgende Frage erreicht uns häufiger. Es gibt auch Menschen, sogenannte umweltkranke, hochsensible Personen, die unter Hochfrequenzen leiden, sie durchdringend wahrnehmen und deren Biorhythmus zerstört wird, oder? Selbstverständlich gibt es bei jeder Art von Wahrnehmung, Beeinflussung oder Reaktion auf einen Reiz große individuelle Unterschiede, die auch zum Begriff der hochsensiblen Person geführt haben. Der wird in erster Linie in der Psychologie verwendet, wenn auch nicht einheitlich, und ist durchaus populär. Was aber wissenschaftlich bisher definitiv nicht nachgewiesen werden konnte, ist die Wahrnehmbarkeit von hochfrequenter Strahlung durch den Menschen, wie zum Beispiel bei 5G, trotz jahrzehntelanger großer Forschungsprojekte. Die Entdeckung und Aufklärung eines solchen menschlichen Wahrnehmungsvermögens, über welchen molekularen Mechanismus, in welchem Sinnesorgan auch immer, ist aufgrund des heutigen Wissensstandes extrem unwahrscheinlich. Das wäre 5 geklärt. Hochfrequente Strahlung nimmt der Mensch nicht wahr. Also, bis zum nächsten Mal. Mehr Infos unter deutschlandspricht über 5G.de und in der Videobeschreibung.